dessen Gipfel sich ein Kloster befindet. Den Weg hoch muss man zu Fuß und barfuß zurücklegen und muss den ganzen 777 Stufen. Diese sind zwar überdacht, aber trotzdem verdammt rutschig, vor allen Dingen, weil es geregnet hat. Begleitet wird man bei seinem Weg von zahlreichen Affen und man muss echt aufpassen, dass man nicht auf Affenscheiße ausrutscht. Es ist eh unvermeidlich, da reinzutreten. So, nach ca. 20 Minuten Treppenlaufen sind wir auch schon auf dem Gipfel angekommen. Der ist um die 600 Meter hoch, ich weiß die Höhe leider nicht genau. Und die Aussicht ist echt super schön und wir haben sogar das Glück, dass es sich ein bisschen aufklärt und tatsächlich weniger regnet. Das Kloster, wo ich mich gerade befinde, ist gar nicht der Gipfel von Mount Popa. Der eigentliche Gipfel ist dort hinten zu sehen und ist sogar um die 1000 Meter höher als der Punkt, an dem ich mich gerade befinde. Wer schon mal in anderen heiligen Städten in Myanmar war, wird hier so einiges wiedererkennen. Ich fand es aber interessant, dass auch irgendwie Sachen mit Lichterketten ausgestattet waren und das Ganze sehr disco-mäßig gewirkt hat. Die Aussicht ist genug genossen und ich denke, ich habe jetzt alle Teile des schönen Klosters gesehen, deshalb mache ich mich wieder auf den Rückweg. Ich sollte vielleicht noch kurz sagen, wie ich dorthin gekommen bin. Ich hatte in meinem Hostel in Bagan eine Tagestour gebucht, die hat mich 10 Dollar gekostet. Das ist wesentlich stressfreier und von der Zeit her ja auch wesentlich günstiger, als wenn man da versucht, alleine hinzukommen oder als wenn man versucht, alleine ein Taxi zu nehmen. Auch bei Affenscheiße im Regen keine Panik. Vielleicht interessiert dich ja, was ich noch so in Myanmar erlebt habe. Hier sind Links zu meinen Videos. Es würde mich auch freuen, wenn du mal auf meinem Kanal oder Blog vorbeischauen könntest.